Beginnen wir mit dem Roboterarm. Es handelt sich hier um den UR3E, den kleinsten der vier Varianten von Universal Cobots. Er verfügt über eine Reichweite von 500 mm und kann bis zu 3 kg tragen. Da er nicht viel Platz benötigt, eignet er sich ideal für den Einbau in Arbeitsplätze oder enge Arbeitsumgebungen. Das zusätzliche Kabel wird für die Kommunikation mit dem Controller verwendet. Zusätzlich zum Controller wird noch ein Netzkabel mitgeliefert, welches an einer 230 Volt Steckdose angebracht werden kann und die beschriebenen Komponenten mit Strom versorgt. Neben dem Roboter und den anderen Komponenten wird noch ein Benutzerhandbuch mitgeliefert, in dem die wichtigsten Informationen hinsichtlich Mechanik, Elektronik und der sichere Umgang mit dem Cobot sauber dokumentiert sind. Damit der Controller gut erreichbar montiert werden kann, wird zusätzlich noch eine entsprechende Halterung mitgeliefert. Diese ist einfach zu verbauen und ermöglicht es, den Controller nahe beim Roboter zu positionieren. Damit der Controller verschlossen werden kann, wird ein entsprechender Schlüssel mitgeliefert, der die darin angebrachte Verkabelung sicher schützt. Damit der Roboter für eine entsprechende Applikation programmiert werden kann, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist über das mitgelieferte Teach Panel. Es verfügt über einen Touchbildschirm und eine von UR erstellte Programmieroberfläche, die es dem Nutzer erlaubt, den Roboter über diverse Funktionsbausteine zu steuern und schnell in Betrieb zu nehmen. Als nächstes kommt der Controller. Hierbei handelt es sich um das Gehirn des Roboters. Er wird über das Kommunikationskabel mit dem Cobot verbunden und wird auch für die Kommunikation mit anderen Geräten, wie zum Beispiel einem Förderband, verwendet. Neben je 16 Ein- und Ausgängen kann zusätzlich noch über Modbus, Profinet oder Ethernet mit anderen Geräten kommuniziert werden.